Was für ein wichtiger Sieg unserer Fortuna. 2:0 gewinnen wir gegen den SV Sandhausen. Und ja, die Volksbank Düsseldorf Neuss EG präsentiert den Fortuna Talk. Und wir begrüßen mit einem großen und warmen Applaus Christoph Klara. Herzlichen Glückwunsch zu diesen wichtigen Punkten, zu diesen wichtigen Toren. Ich glaube, das war auch so ein richtiger Sieg des absoluten Willens heute, oder? Ja, ich glaube, kann man so sagen, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben wieder viele Chancen herausgespielt, viele Chancen auch vergeben. Aber ich glaube, das Tor von Tim war dann so ein richtiger Löser von allem und war dann top, wie dann Jona das vorlegt und Ruben den dann reinmacht zum 2:0. Und ich glaube, alles in allem ein absolut verdienter Sieg. Wenn ich den Torschützen dreimal ausbrülle, dann hat das schon was zu bedeuten. Dann war es ein richtiges Befreiungstor. Trotzdem, nimm uns mal mit auf den Platz. Wie schafft man es, dass man auch die Geduld nicht verliert in so einer Begegnung? Ja, ich glaube, es war klar, dass Sandhausen auf die eine Möglichkeit vielleicht wartet im Konter und da mussten wir einfach konzentriert bleiben. Wir haben gesehen, erste Halbzeit, dass wir Chance um Chance rausspielen können und wie gesagt, dann spät in der zweiten Halbzeit ist der erste dann zum Glück eingegangen. Jetzt fragt man sich natürlich, ohne dass wir zu weit über das Spiel am Mittwoch sprechen möchten, trotzdem nach diesem Pokalspiel, wie bekommt man die Köpfe da wieder frei? Wie schafft man es, dass man sich wirklich so auf diese heutige Begegnung fokussiert? Ja, ich glaube, es ist nicht einfach natürlich, wenn du in der Art und Weise wie wir ausscheidest, das muss man ganz ehrlich sagen, aber es war heute ein ganz neues Spiel, es waren 3 Punkte zu vergeben und ich glaube, wir haben unsere Sache gut gemacht und waren vom Kopf her und von den Beinen her so frisch wie möglich. Wenn man sich die Aufstellung vorher angeschaut hat, hat man gesagt, oh, wir spielen mit 3 Stürmern, war aber nicht ganz so, denn Emma war ja deutlich weiter zurückgezogen, also ein bisschen auch Systemänderung. Das System nicht unbedingt geändert, aber die Position. Ja, Emma hat es als Linksverteidiger gemacht. Ich fand, er hat es sehr gut gemacht. Natürlich, glaube ich, braucht er aufgrund seiner Vergangenheit das ein oder andere Coaching und das mache ich gern, das machen wir gern für ihn. Und er hat es auf jeden Fall mit einer sehr guten Leistung zurückgezahlt heute. Was meinst du damit, dass man ihn nochmal einfangen muss hin und wieder? Oder? Ja, der hat schon einen sehr ausgeprägten Offensivdrang und ich habe dann meinen Linksverteidiger schon gern nah bei mir, muss ich sagen. Was lief denn schon richtig gut heute? Ja, ich glaube, wir waren jetzt sehr konzentriert, wir haben sehr wenig zugelassen und wir haben uns sehr viele Chancen einfach auch rausgespielt. Ja, natürlich muss man sagen, die Effizienz, das Tore schießen, wir hätten mehr machen können, ja, das ist unumstritten, aber ich glaube, jetzt nach den letzten 2 Spielen, die wir einfach nicht gut bestritten haben, die einfach nicht gut waren, ja, in der Leistung in Paderborn und im Ergebnis in Nürnberg, war es heute, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und was die Fortuna definitiv zurzeit auszeichnet, das ist wirklich diese enorme Heimstärke. Kannst du das irgendwie nochmal erklären, warum ist das so oder hat sich das einfach so ergeben oder geht man einfach mit breiterer Brust hier raus? Ja, ist schwer jetzt zu sagen. Eins muss man auf jeden Fall sagen, dass wir hier top unterstützt werden. Das ist einfach ein Fakt. Auch jetzt nach 2 Niederlagen war eine gute Stimmung in der Arena. Wir wurden gut begrüßt, wie wir aufs Feld gelaufen sind und da muss man einfach ein großes Lob aussprechen. Und ja, das spiegelt sich dann in dem Punkt noch wieder. In einem Wettbewerb ist der Haken jetzt leider dran, aber deswegen kann man sich jetzt umso mehr natürlich auf die 2. Bundesliga fokussieren und ich glaube, am Ende hat es doch noch einen Treffer gegeben, also die Tabelle war ein bisschen oder muss nochmal korrigiert werden, die wir eben eingeblendet haben, aber trotzdem, ja, man braucht den Blick nach oben nicht zu verlieren. Ne? Ja, ich glaube, wir sind einfach am besten gelegen, wenn wir auf uns schauen, Spiel für Spiel abarbeiten, wir wollen punkten, wir wollen Siege einfahren und dann schauen wir, was rausgenommen wird. Und es gibt dann noch so einige Punkte, die verteilt werden. Nächstes Spiel geht es nach Fürth, Greuther Fürth. Wie siehst du den Gegner? Ja, ich glaube, seit dem Trainerwechsel im Aufschwung eine sehr ordentliche Mannschaft. Wir werden es analysieren. Wird ein schwieriges Auswärtsspiel, aber ich glaube, unsere Zielsetzung kann nur 3 Punkte sein. Und damit gehen wir direkt morgen los. Morgen frei oder morgen auch auslaufen? Morgen Erholung. Vielleicht Montag frei, hoffentlich. Dienstag frei, hoffentlich. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und dann geht es schon wieder rein ins Spiel. Christoph Klara zur Begegnung der Fortuna heute gegen den SV Sandhausen. Ich danke dir vielmals und ja, immer weiter. Das war der Fortuna Talk, präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss EG mit Christoph Klara.